Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Wo hättest du noch Platz für das Tattoo für den Aufstieg? Ich habe noch Platz. Also ich habe hier am Vorderarm habe ich noch Platz, was ich eigentlich eher so der Familienarm ist, hier der linke. Und halt rechts habe ich schon noch Platz. Hier habe ich jetzt eben das Datum von Servet, wo ich aufgestiegen bin. Also wird ich sicher 100%igen Platz finden, falls man aufsteigt. Der Boro gibt seinem Team den letzten Schliff für den Saisonstart am Montagabend. Da ist kein Pressing mehr. Auf dem Trainingsplatz auch drei neue Gesichter. Das ist der Gianluca D'Angelo. Seine bisherige Karriere. Von Schwammendingen ist er via GC zu AC Bellinzona gekommen und hat dort schon ein Goal gegen den FCW geschossen. Er ist fest geplant als defensiver Mittelfeldspieler. Wir haben Leute aus dem Umfeld gesagt, jetzt haben wir wieder einen Giftigen im Mittelfeld. Stimmt das? Ja, jeder sieht es anders. Ich meine, ich versuche einfach das Beste zu machen. Meine Aufgabe ist, als defensiver Mittelfeldspieler klar Zweikampf bin und so. Und da muss man schon ein bisschen giftig sein und aggressiv. Von dem her stimmt es schon zum Teil. Am 22-Jährigen sagt man auch eine grosse Übersicht und eine effiziente Spielweise nach. Dazu hat er eine klare Zielsetzung. Also ich denke sicher, jeder Spieler wird sicher aufsteigen. Das ist bei jeder Mannschaft so. Jeder Spieler will das. Und ja, klar wird man aufsteigen. Das ist der Simon Greta. Auch er hat in Bellinzona gespielt, aber als Leihspieler vom FC Basel. Darum hat er seinen Lohn auch immer bekommen. Mein Ziel ist, so viel wie möglich zu spielen. Das ist mein persönliches Ziel, ja. Letztes Jahr hat das mir der Marco gesagt. Und er hat es eingehalten. Hast du das ein bisschen verfolgt? Ihr kennt ja einen von früher, oder? Ja, sicher. Ich habe immer Glück gehabt, wie es ihm läuft. Wir haben uns immer wieder mal gehört. Und ich habe Glück, ob er gespielt hat, ob er Goal gemacht hat. Und es ist mir recht gut gelungen, ja. Er gilt als Ergänzungsspieler im rechten zentralen Mittelfeld oder als rechter Außenverteidiger. Hast du Marco gefragt, wie die Löhne zahlt werden zur Winterthur? Nein, das habe ich nicht gefragt. Aber? Ja, pünktlich. So wie ich gehört habe. Neben dem Dani Sireinig wird in Zukunft Patrick Baumann in der Innenverteidigung spielen. Ich möchte hier spielen, ich möchte mich hier als Stammspieler etablieren und klar, sicher aufsteigen mit Winterthur wäre sensationell. Was aber wissen die drei nebst den Aufstiegsambitionen sonst noch vom FCW? Wie heissen die beiden Fankurven? Ich glaube Sirupkurve. Ja. Die eine, das habe ich immer gesehen und die andere weiss ich ehrlich gesagt nicht. Nein, fällt mir jetzt gar nicht. Nein, fällt mir jetzt nicht ein. Nein, weiß ich nicht. Sirupkurve und Bierkurve. Bierkurve habe ich schon mal glaube ich, etwas gehört, aber Sirupkurve. Ja. Wo ist denn die? Das ist die Tribüne dort, das sind Kinder, die gratis Sirup trinken können. Und, okay, und die andere ist Bierkurve, wo man gratis Bier trinken kann. Ja, schön. Ja. Nein, aber gut zu wissen. Das Fernsehen vom FCW. Schütze TV. Ich tippe jetzt mal Vinti TV oder so, keine Ahnung. Schütze TV. Wenn du so Sachen hörst, ist es ein spezieller Verein. Ist dir das auch schon aufgefallen oder hat man dir das so ein bisschen erzählt? Ja, also man merkt, dass die Leute, die jetzt für den Verein arbeiten und auch eben, wenn ich jetzt das als Beispiel nehme, dass die Leute eigentlich schon Fußball verrückt sind, die den FC Winterthur unterstützen. Und ja, ich habe es auch gemerkt am Journalist, am Schifferle, dass die Leute hinter dem Verein stehen und dass es da wirklich sogenannte Identifikationsfiguren hat im Verein selber, die hier arbeiten und mit dem Verein zu tun. Und das ist, denke ich, ist wichtig. Wegen einem Kreuzbandriss hat der Patrick Baumann fast zwei Jahre lang nicht mehr gespielt. Die lange Verletzungszeit hat aber bei ihm keine Zweifel aufgekommen. Ich bin dann halt einfach schon so weit, dass ich einfach selber an mich geglaubt habe und gewusst habe, wenn ich weiterkämpfe und solange mein Bein nicht amputiert ist, sondern noch dran ist, möchte ich probieren, Fußballprofi sein, weil das ist mein Traum, das ist mein, ja, das ist das, was ich möchte machen. Und ich habe mir einfach immer gesagt, wenn du jetzt aufgibst, dann wirst du es wahrscheinlich das Leben lang bereuen. Erstaunt doch schnell hat er sich wieder ans Niveau von der Challenge League angekämpft. Ich habe es jetzt wieder geschafft, wirklich Fuß zu fassen. Und von dem her bin ich überglücklich. Und danke natürlich auch allen für die Unterstützung, ist klar. Spürst du gar nicht mehr?
Nein, also das Knie, ich spüre gar nicht am Knie. Es ist klar, man sollte das nie vernachlässigen. Das heisst, man sollte immer wieder Stabilisationsübungen machen. Man sollte auch vor allem den hinteren Oberschenkel, dort, wo sie mir die Zähne rausgenommen haben, um das Kreuzband zu ersetzen, muss man immer wieder ein bisschen Übungen machen, dass das nicht irgendwie an Kraft verliert und an Stabilität. Aber das Knie selber, der Arzt, hat einen super Job gemacht. Und von dem her liegt es einfach an mir, dass ich meine Muskeln so stark drumherum aufbaue, dass das Knie genug Unterstützung hat. Wir alle, aber ganz speziell der Patrick, freut uns auf den Saisonstart. Ich habe mir das Ziel gesteckt, endlich wieder zu shooten. Und jetzt ist der Moment da, dass ich wieder einen Ernstkampf bestreiten kann nach eineinhalb Jahren. Und von dem her überwiegt die Freude eigentlich der Nervosität. Also dann, bis Schaffhausen.